Viper 2-1, do you copy? Rooks. He must think I'm one of them. Viper 2-1, this is Checkmate. How copy? Checkmate. Heller stunt with those scientists really kicked the hornet's nest. Gentech's ramping up the weaponization program. Copy that order, sir. Protect that facility at all costs. And if you spot Heller, kill him. Roger that. James, I got some information about the civilian testing. They're injecting prisoners with something taken from an infected monster. Already on it. Gonna check it out right now. Watch out. You may need to... Dress up like a Black Watch bitch to get in? I know the drill. All right. Project Long Shadow. Das klingt doch schon mal sehr interessant. So, und ich sollte jetzt aufpassen. Denn hier sind Soldaten. Nicht Blackwatch, sondern ganz normale Soldaten stationiert. Im Stadion. Das Stadion, da wird man vermutlich keine Fußballspiele mehr spielen. Das ist vor allem auch nicht hier drin, sondern da draußen. Aber das sieht natürlich trotzdem schon mal sehr interessant aus. Da drüben ist wieder jemand, den man konsumieren könnte. Ich will den haben. Natürlich steht er an einer Position, die relativ unfein ist. Er steht nämlich in der Nähe des Scanners. Und natürlich in der Nähe von vielen anderen Leuten. Was nicht so schlimm ist. Gibt wieder nur Punkte, aber die nehme ich natürlich auch dankend an. Extraction test 416 for civilian and bioweapon testing. Secondary observation. Measure hydro responsiveness, strength, and range of tendril attack. Tendril attack? I gotta see that. Cute. Hey, careful! Move back! It's convulsing! Move back! Willkommen zum ersten Bossfight, möchte man das so sehen. Es ist auf jeden Fall kein einfacher Kampf. Einfach weil man nicht unbedingt sich gut gegen dieses Vieh wehren kann. What the hell is this thing? Wir haben zwar ein paar Waffen, die wir nutzen können. Let go. Aber wie man sieht, das Ding kann gut aus Teilen angreifen. Und dementsprechend kann man hier auch schon mal drauf gehen. Entsprechend immer in Bewegung bleiben. Und angreifen, wenn man gerade eben nicht angefasst wird. Jedenfalls kann man Explosionsfässer auch nutzen, wenn man dazu kommt. Aber gerade wenn er die Fähigkeit hat und die Chance hat, yep, you
Security breach. Any unauthorized personnel to be sanctioned with extreme prejudice. Corporal, this is Bellamy. Why am I getting reports that Hydra is dead? We've got a Tango. He's tearing the place apart. Well, you can go to your fucking dance class later. That is months of research ruined. Kill him. Kill him now. So, wenn man dann 5 weitere Versuche in diesen Kampf reinsteckt und 2 Finger eintauscht, bekommt man eine neue Fähigkeit, und zwar die Tendrils. Und diese Viecher sind richtig gut. So, jetzt kriegen wir nochmal den Hinweis, dass wir ein schwarzes Loch erstellen können, indem wir einfach die rechte Maus gedrückt halten. Alle in der Umgebung werden festgehalten und andere Sachen in der Umgebung werden hingezogen. Wie ein schwarzes Loch. Und einfach zerstört. Und das funktioniert mit so gut wie jedem Gegner. Give me a sit-rep. Unknown Tango has gone dark, sir. No sign of him anywhere. Fucking hell. All right, secure the perimeter until the cleanup crew gets here. Das sagt ihr zwar, aber ich hau einfach ab. This is Bellamy. The facility is a disaster. A hostile destroyed the Hydra and... Relax. We've extracted enough DNA from the Hydra to complete phase one. We're almost ready to move on phase two. He's targeting my men, Burke. I could be next. I need out of here. It's not safe anymore. I'll talk to Rooks. We'll see what we can do. Phase two, huh? Phase two of what? Get the fuck out of my face! I hear they're giving out bonuses to whichever patrol finds Heller. Man, you're greener than I thought. Keep your day job, Cream Puff. That motherfucker's all mine. Operation Manticore. Wie eine Blacknet. Mission, die wir damit freigeschalten haben. Field Op Collectible. Field Op is nearby. There are four Field Ops in the Fairview District for you to find. Kill the 4 Field Ops to unlock a mutation that will make Hella extremely powerful. Wir haben hier wieder die Möglichkeit, weitere Sachen zu machen, nebenbei. Und diese Sachen sind relativ simpel, relativ schnell gemacht. Aber sie sind zum Teil doch relativ schwer zu finden, denn sie sind nicht immer unten auf Straßen. Es können auch oben auf Dächern oder ähnliches sein. Und dementsprechend in meinem ersten Spieldurchlauf habe ich das bisher noch nie wirklich komplett hinbekommen. So, wir haben unser Power-Menü. Und das Schöne ist, mittlerweile, wir können einfach auswählen, was wir auf welcher Taste haben wollen. Wir können die Krallen auf der linken Maustaste haben und die Tendrils auf der rechten. Wir können das logischerweise aber auch ohne Probleme einfach wechseln. Aber es ist bei weitem angenehmer, wir können jetzt 2 immer gleichzeitig haben. Und ich wollte jetzt eigentlich noch nicht... So, all die müssen. Die haben da sogar einen Hunter am Start. Aber wie man sieht, wir können schon relativ viel, relativ schnell machen, indem wir sie einfach alle festhalten in diesem schwarzen Loch. Zack. Und so haben wir das Ganze relativ schnell gemacht, haben einen von 4 davon schon bekommen und jetzt kümmern wir uns wieder um die Blacknet. So, wir sollen mal wieder Leute umbringen. Ist nicht unbedingt was Ungewöhnliches, aber Locomotion ist also eine andere Mutation-Art wieder. Ransom, this is Director Severin. My Alpha Team is under attack by infected in underground spawning hive J10. Ransom, are you there? Don't you worry. Ransom will be right there. Wir gehen per Fuß. Helikopter, es klingt zwar nett. The lair is being overrun. Better go see what these assholes are up to.
Wir haben mal wieder einen leer. Und wir haben wieder jemanden, den wir konsumieren können. Wollen wir natürlich machen. Und wir wollen jetzt irgendwo landen, wo wir nicht sofort auffallen wie ein bunter Hund. Sehr schön. Nur so ein bisschen aufgefallen wie ein bunter Hund. So, dadurch, dass der Kollege wieder an der Position steht, die nicht sonderlich fein ist. I don't want to talk about this anymore. Well, that might have some impact if I gave a rat's ass, Doc, but I don't. Give us something to work with. But I don't know anything. You and your lab coats have been on Heller's trail ever since he escaped. So don't tell me you can't give me anything I can use to find the subject. Damit haben wir bereits den nächsten Bereich freigeschaltet, bevor wir den ersten Hof abgeschlossen haben. So, ganz simpel. Jetzt warten wir, bis die Verkleidung wieder abgeklungen ist, wieder nicht im Alarm ist. Dann gehen wir wieder runter. Wunderbar. Der Typ, der gerade abgehauen ist? Nein, kein Zufall. Nein, hat nichts mit dir zu tun. Looks like some geeks are getting their comeuppance. Think I'll lend a hand. Kill the scientists before they can escape. Heller, forget about the infected. Kill Heller! Tango primary is taking out the right cops. Focus fire! So, wir haben wieder jemanden, den wir konsumieren. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, denn wie man sieht, wir nehmen trotzdem sehr viel Schaden hier. Aber es ist nicht allzu schlimm, wir können nämlich einfach die Leute konsumieren, um die HP wiederzubekommen. Und jetzt nehmen wir auch noch alles andere aus, was hier rumläuft. Gut. Man sieht, unser schwarzes Loch ist sehr angenehm. Das war's auch schon wieder. So, und jetzt auch hier können wir wieder das schwarze Loch einfach verwenden. Das macht zwar nicht unendlich viel Schaden, aber es ist ein guter Anfang. Ebenfalls sehr cool zu sehen, wenn wir Leute konsumieren, während wir die Tentakeln draußen haben, haben wir auch hier eine andere Animation, wie wir das Ganze machen. So, wir müssen definitiv aufpassen. Gerade die Kollegen mit den Raketenwerfern können einen sehr viel Schaden anrichten. So, logischerweise können auch wir selbst wieder einen Raketenwerfer benutzen. Oh, jetzt muss ich mal aufpassen. Aber das ist nicht so tragisch. Wir können nämlich die ganze Sache einfach auch aus der Luft weiterhin machen. Dafür springt man lieber einmal kurz in die Luft. Interessanterweise, das Fahrzeug wusste weiterhin, dass wir böse sind. Yeah. Who's the bitch now? So, consume the commander. Oh, da hat mich jemand gesehen. Aber nicht allzu tragisch. Wow, war ich das? Das ist sehr weitreichend. Aber hier hat man wirklich gesehen, wir sind weiterhin noch nicht unsterblich. Das wird in der Zukunft aber besser. Eine weitere Field Operation. Günther. Noch das ist wieder erledigt.
Letzte Phase. Mal wieder alle Wissenschaftler umnieten. Councilman, are you there? Need an update on your operation. Dr. Drummond, this is Dr. Stone. Castleman stepped out, but everything is going well. All of these specimens died directly after being infected. Their blood samples could be the key to weaponizing the virus. Excellent news. Get those samples on ice at the lab ASAP. Even the dead aren't safe anymore. Gotta put a stop to this. Oh, Stealth-Konsum ist unser Bonus. Versuchen werde ich es definitiv. Gucken wir mal. Wir haben drei Stück, also wir könnten theoretisch die ersten beiden so versuchen und den Rest gucken wir. So, erstmal von einer schönen weiten Entfernung, sehr gut. Denn wie man sich vielleicht vorstellen kann, umso näher ich den Blödsinn mache, umso auffälliger bin ich dabei. So, der Kollege achtet auf mich. Jetzt nicht mehr. Oh, da ist sogar noch jemand. Den nehme ich natürlich auch mit. Den DNA-Bonus. Sehr schön. So, ihr. Aber auch hier wieder relativ simpel. Nur eine achtet. Ja, wir sind heller evolved wieder. Dr. Bates, this is Viper, come in. Dr. Nelson, anybody? Cobra 33, this is Viper. Stay on alert. We've lost contact with Research Team Solomon 3. Copy that, Cobra. Nobody's getting past us. Yeah, we'll see about that. Wir haben sogar noch mal zwei weitere hier. Plus einen wieder, den wir konsumieren können. Also wir haben heute extremst viele, die wir mitnehmen dürfen. So, als allererstes nehme ich dich hier mit. Können jemanden gebrauchen, der mit einem Raketenwerfer um sich schleudert. Oha, das ist eine bisschen engere Stelle hier. Fascinating. All these specimens were killed while in the process of being transformed into infected. Just think of what the MRI will look like. Yeah, real fucking exciting, Doc. Dr. Stone! Dr. Stone, can you hear me? I bet it's these new Gentech phones. Pieces of garbage. Und damit haben wir auch das schon wieder geschafft. Am Anfang sah es ein bisschen schwerer aus, aber weil wirklich nur einer auf die geguckt hat, war es sehr simpel. So, ich gehe kurz hier noch hoch. You can now select a locomotion mutation. These allow Hella to move around the world more fluidly. You can acquire additional types of mutations by completing blacknet operations or collectible sets. Und da haben wir zwei Stück. Jumpy. Extends your jump distance by 25%. You say jump, I say die. Und a dashing. Get a 25% longer air dash for the prototype on the go. Ich denke, beides ist hier vollkommen okay. Aber ich denke, dadurch, dass Jumpy aktuell noch in Ordnung ist, nehmen wir Dashing. Ach, der eine Fuß war so gewollt. Na, okay. So, Level 4, wir bekommen wieder einen Punkt. Und auch hier wieder, wir gehen auf Movement. Und dann brauchen wir nur noch ein weiteres Level und haben das auch schon wieder.